Für den Einsatz auf Strecken mit einer maximalen Radsatzlast von 18 Tonnen wurden zwischen 1930 und 1938 insgesamt 298 Einheitsschnellzuglokomotiven der Baureihe 03 für die Deutsche Reichsbahn gebaut. Die Konstruktion war an die der Baureihe 01 angelehnt, deren Radsatzfahrmasse 20 Tonnen betrug. Zur Reduzierung der Gesamtmasse verfügte die Baureihe 03 über einen leichteren Barrenrahmen sowie einen kleineren Kessel und Zylinder. Der Bestand der Deutschen Bundesbahn umfasste 1959 insgesamt 145 Exemplare der Baureihe 03. 9 Jahre später hatte er sich auf 45 der nun als Baureihe 03 bezeichneten Loks verjüngt, von denen die letzten schließlich 1972 ausgemustert wurden. Die letzten der 86 bei der Deutschen Reichsbahn stationierten Maschinen waren bis 1979 im Einsatz. Zudem kamen nach dem Zweiten Weltkrieg 36 Lokomotiven in den Bestand der PKP und wurden dort als PM2 geführt. Mit der 003 rollt eine besondere Maschine in das Pico-Sortiment. Wie beim Vorbild prägen der hochliegende, schlanke Kessel und der luftige Barrenrahmen mit freiem Durchblick auch im Modell die Silhouette der Maschine. Besonders anmutig wirkt das filigrane Fahrwerk mit feinen Speichen und sehr plastischen Ausgleichsgewichten. Die Neukonstruktion verfügt über passende Anbauteile wie etwa Glocken, Pumpen und Lampen. Zahlreiche angesetzte Kesselleitungen sowie die feinen Metallräder vervollständigen den äußeren Eindruck. Für die Präsentation in der Vitrine liegen dem Modell passende Zurüstteile bei. Ruhig und anmutig setzt sich die Schlepptender-Lokomotive in Bewegung. Der im Tender untergebrachte Antrieb mitsamt Schwungmassen sorgt hierbei für ideale Fahreigenschaften. Die digitalen Varianten des Modells verfügen über eine stimmige Beleuchtung im detailliert eingerichteten Führerstand, welche durch eine rot flackernde LED im Bereich der Feuerbüchse abgerundet wird. Ein besonderer Blickfang sind zudem die filigran ausgearbeiteten Lichter im Bereich des Fahrwerks, welche an kleine Glühlampen erinnern. Bei analogen Modellen können die Beleuchtungsfunktionen durch Nachrüstung eines passenden Digitaldecoders über die PLAX22-Schnittstelle genutzt werden. Die werkseitig mit einem Pico Smart Decoder XP Sound ausgestatteten Versionen tragen das Siegel Pico Train Sound on Board und überzeugen durch originalgetreuen Fahrzeugsound inklusive länderspezifischer Durchsagen. Darüber hinaus ist bei den Soundausführungen ab Werk ein Dampfgenerator verbaut.
Neben den Expertmodellen der Schnellzuglokomotive in den Ausführungen der Deutschen Bundesbahn, Deutschen Reichsbahn und PKP erscheint die BR003DB auch als Pico Expert Plus Modell. In der Profi-Version besitzt die Lokomotive unter anderem zusätzlich einen gepulsten Verdampfer, welcher die Dampfausstöße mit den Radumdrehungen synchronisiert, wodurch sich ein besonderes Modellbahnerlebnis ergibt. Die BR003 ist ein Beispiel höchster Modellbaukunst und wird dank der zahlreichen filigranen Details zum besonderen Blickfang auf jeder Modellbahnanlage.